Hallo ihr Lieben, bei Freunden aus Blech. Ist lange her, dass ich den letzten Film gemacht habe, aber ich hatte auch die gleiche Kombi an. Heute Morgen habe ich mich ein bisschen beim Rasieren geschnitten, wie man sieht. Ne? Ich kann mich jetzt hier gerade sehen im Bildschirm. Und ja, ich bin jetzt zum ersten Mal in meiner neuen Garage in Frankreich und ich bin gerade dabei bei meinem Motorrad an der Pan-European, also Honda SD1100 PC26, das Lenkkopflager zu wechseln. Ich habe es schon raus, das alte. Ich stelle mal den Bildschirm jetzt um. Da muss ich nur auch hier auf drücken und dann zeige ich euch das mal. Ja? So, da ist sie. Ja. Und also, da haben wir das Rad mit den Dämpfern. Ja, der Schwinge. Also sind die Dämpfer, nicht die Schwinge. Die Dämpfer, so. Teleskopdämpfer. Und dann habe ich hier, kann man hier unten einmal reingucken, da das alte große Radlager rausgemacht. Also die Radlagerschale, die ist hier. Ja, das ist die Radlagerschale. So. Und ich habe auch, und da ist das große Radlager noch dran, hier an dem Lenkschaft. Und das ist die kleine Radlagerschale von oben und das kleine Radlager. Ich zeige euch mal, ich stelle mal mit Licht an, dann kann man das besser sehen. Wo hier die Stellen sind, wo es nicht so gut aussieht. Also da kann man es sehen, da und da. Warte, ich drehe das mal so. Ja, also ist jetzt 103.000 Kilometer drin. Beide Lager und man sieht jetzt hier sehr gut, finde ich. Da, da und da und da. Ja, es hatte Spiel. Das Lager hatte Spiel und da muss es raus. Und ich habe neue Lager natürlich. Klar, wo habe ich die? Die müsste ich eigentlich hier liegen haben. Ich habe es erst damit versucht, hat nicht geklappt. Wo habe ich jetzt die neuen Lager? Warte, ich halte mal an. Ah, da sind sie. Guck mal hier. Hinten auf dem Givi-Halter hier.